ja, wie man so schön sagt, I take you guys with me. Ja, guten Morgen, Leute. Jetzt bin ich schon wieder hier am Flughafen. Es geht nach London und ja, wir werden sehen, was uns erwartet. Das ist genau meine Uhrzeit. Also da bin ich so irgendwie immer super drauf. So, nun sind wir in London angekommen, endlich. Ja, jetzt schnappen wir uns eins von dieser luxuriösen englischen Taxis und fahren ins Hotel. Und ja, da hoffen wir, dass wir das Zimmer kriegen, weil wir müssen uns umziehen für ein Black Tie Event. Zimmer ist doch nicht fertig, also laufen wir noch eine Runde durch das sonnige London. Ist ja eigentlich erstaunlich, dass hier die Sonne scheint, aber wie gesagt, wir genießen es und hoffen, dass wir bald unser Zimmer kriegen. So, wir sind jetzt bereit für das Black Tie Event. Wir sind eingeladen von Clive Christian hier in London zu einem speziellen Event, zu dem 150-jährigen Jubiläum der Manufaktur. Es gibt dieses Jahr auch einen speziellen Duft oder beziehungsweise zwei spezielle Düfte dafür als Jubiläumsdüfte für diese 150 Jahre. Und wir werden jetzt gleich abgeholt und dann geht es erstmal durch eine Stadtrundfahrt durch London und danach gehen wir zur Victoria Station und dort wartet ein traditioneller British Pullman Train auf uns. Das ist so ähnlich wie ein Orient Express und da werden wir den Abend verbringen und uns durch Südengland kutschieren lassen. Also, bis später. So, wir sind jetzt fertig und ab geht's. Bis gleich. Thank you so much for making this journey to come and celebrate with us, to celebrate 150 years of our perfume history, which is really special to us. The infamous customer was none other than Queen Victoria. Floriography, secret language of flowers, was a Victorian custom with the most
but of thoughts were expressed through the simplicity of a petal. The gentle orange blossom speaks of pure love and fertility. At their engagement in 1839, Albert gifted Victoria a gold and porcelain brooch in the shape of an orange blossom, his declaration of true love. This innocent flower became a symbol for the royal couple and was captured by William Spice Thompson for the Queen, first soaked in her corsets and then in matched perfumes created for the royal couple. This love story came to an untimely end with Albert's death in 1861, yet Victoria's death. I've got to know Dino. He's a soul man. He is a soul man, and that's a big difference for me, because professionalism is one thing, soul is a completely different thing. So to find a partner in Dino that I share a vision with, that I feel a sense of parallel lines, is a great thing for me. I'm sure it's good for Dino, but for sure as eggs are eggs, it's very good for the brand. Der nächste Gang ist Timeless, wie die 150-jährige Kollektion eines der beiden Düfte, ein Cocktail. Natürlich gibt es auch den zweiten Duft, Contemporary von Clive Christian, als Cocktail. Alexander wird ja wahrscheinlich wahnsinnig gut schmecken. Der erste hat ja nicht geschmeckt, aber der wird dir schmecken. Is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She said boys like a little more booty too.